Abgeordneter Matthias W. Birkwald für die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, an Silvester 2014 war 1 Million Menschen in Deutschland auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sprich auf Sozialhilfe, angewiesen. Sie mussten aufs Sozialamt, weil ihre Erwerbsminderungsrente durchschnittlich weniger als 735 Euro betrug oder ihr Alterseinkommen im Schnitt unter 782 Euro lag. Oder weil sie sich ihre Miete nicht leisten konnten oder weil sie ihre Medikamente nicht leisten konnten. Was Sie vom Sozialamt dann erhalten, liegt weit unter den gängigen Armutsrisikogrenzen. Die offizielle Armutsgrenze der Europäischen Union liegt für alleinlebende Menschen in Deutschland bei 979 Euro im Monat. Das ist der eigentliche Skandal, und daran ändert Ihr Gesetzentwurf auf 54 Seiten lang gar nichts. Ihr Gesetzentwurf ändert auch 0, nichts daran, dass die Zahl derjenigen Älteren, die auf Sozialamt müssen, in den vergangenen 10 Jahren um 76% gestiegen ist und sich bei den Erwerbsgeminderten die Zahl sogar verdoppelt hat. Jahr für Jahr kommen 30.000 bis 40.000 Betroffene neu dazu. Akzeptieren Sie endlich, dass viele Altersrenten und noch mehr Erwerbsminderungsrenten nicht vor Armut schützen. Und darum sage ich Ihnen, schaffen Sie die ungerechten Abschläge für Erwerbsminderungsrentner und Rentnerinnen ab. Und schaffen Sie die Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel ab. Das wäre bitter notwendig. Aber davon findet sich selbstverständlich nichts in Ihrem Gesetzentwurf. Worum geht es Ihnen? Seit dem 1. Januar 2014 ist die Grundsicherung im Alter komplett auf den Bund übergegangen. Und daraus ergeben sich Auslegungsfragen, Verfahrensänderungen und so weiter. Das machen Sie auch alles mehr oder weniger bürokratisch korrekt. Aber dann liest man auf einmal auf Seite 40 des Gesetzentwurfs, dass sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme einem echten Problem zuwendet, Herr Kollege Weiß, den ich da gerne mal ansprechen möchte. Einem Problem, wegen dessen sich auch immer wieder Betroffene an uns wenden. Die Grundsicherung, die die Rente ja oft nur aufstockt, sagen wir zum Beispiel um 200 Euro, wird am Beginn eines Monats ausgezahlt. Die Rente, sagen wir zum Beispiel in Höhe von 600 Euro, wird aber erst am Ende des Monats ausgezahlt. Folge: Die Rentnerin muss einen Monat lang von 200 Euro leben. Wie soll denn das gehen? Wir hatten der Bundesregierung im November 2014 zu dieser Lücke zwischen Grundsicherung und Rentenauszahlung auch eine Frage gestellt. Sie wollten prüfen, was sie tun können. Der Bundesrat hat zur Lösung des Problems leider 3 hochkomplizierte Verfahrensvarianten vorgelegt. Das ist schon befremdlich. Aber dass die Bundesregierung dann auf Seite 51 des Gesetzentwurfs ebenfalls das Problem anerkennt, die Regelung des Bundesrates in epischer Breite auf seine Schwächen hin abklopft, um dann am Ende nichts vorzulegen, das, meine Damen und Herren, das ist wirklich unverschämt. Denn, Zitat, die Bundesregierung lehnt es bereits im Grundsatz ab, das im SGB XII geltende Zuflussprinzip zu durchbrechen. Zitat Ende. Welcher Grundsatz denn? Ignoranz? Bürokratische Weltfremdheit? Nein, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht von älteren Menschen, die einen Monat lang von 200 Euro leben sollen. Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, wahrlich keine kommunistische Vorfeldorganisation, hatte ganz einfach und elegant gefordert, die Rente im ersten Monat nicht zu berücksichtigen. Ganz einfach. Man bekäme dann also im ersten Monat einmalig zum Beispiel 800 Euro Grundsicherung und erst ab dem nächsten Monat dann immer nur 200 Euro Grundsicherung am Anfang und 600 Euro Rente am Ende des Monats. Das ist doch ein guter Vorschlag. Setzen Sie ihn um, die Betroffenen werden es Ihnen danken. So, und jetzt nach all der Kritik noch ein bisschen Lob und ein bisschen Eigenlob. Bisher wurde die Verletztenrente bei früheren Wehrdienstleistenden der Nationalen Volksarmee auf die Grundsicherung angerechnet und die der Bundeswehr nicht. Das war ungerecht und das ist ungerecht. Und DIE LINKE hat das schon seit der 16. Legislaturperiode kritisiert.
Jetzt wollen Sie endlich einen Freibetrag von durchschnittlich 238 Euro im Jahr einführen. Und damit würden Sie immerhin eine der einigungsbedingten Ungerechtigkeiten beseitigen. Das ist gut. Machen Sie weiter so. Und noch ein Wort zur Hofabgabeklausel beim Bauern. Die Linke bleibt dabei. Die Hofabgabeklausel ist anachronistisch. Sie muss gestrichen werden. Sie wirkt häufig wie eine Zwangsenteignung. Gibt der Landwirt den Hof ab, bekommt er eine Minirente, kann aber nichts dazu verdienen. Gibt er ihn nicht ab, hat er komplett umsonst eingezahlt. Dass nur wenigstens die jüngeren Ehepartnerinnen einen eigenen Rentenanspruch behalten, wenn ihr Gatte den Hof nicht abgibt, wäre ein kleiner Fortschritt, ändert aber an dem Grundproblem nur wenig. Darüber werden wir in der Anhörung dann noch reden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Birkwald. Nächste Rednerin, Jana Schimke für die CDU-CSU.